Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am 1. Oktober. Ja, der neue Monat beginnt mit schönem Sonnenschein hier im südlichen Bayern. Wir wollen hoffen, dass der Restsommer, der Spätsommer sozusagen, hier Einzug hält. Wir wollen dennoch natürlich dem Markt hier die erhöhte Aufmerksamkeit schenken und hierbei speziell natürlich wieder einmal die älteste Währung der Welt in den Fokus nehmen. Gestern liefen ja hier schon einige Posts in Sachen Short-Trading-Aktivitäten. Das hat sich auch durchaus wieder gesagt, wie gesehen, auch gelohnt. Und insofern gehen wir mal hier auf den Tageschart ein und beschreiben mal die Situation vom Goldpreis, der sich eben jüngst wieder deutlich schwächer zeigte. Und wir gehen mal hier auf das Bild seit dem Frühjahr inklusive dieser Abwärtsbewegung hier seit Mai. Und da sehen wir hier diesen Abwärtstrend, diese Abwärtstrendlinie, dieses Abwärtstrendkanals. Und da wird sehr deutlich, sehr schön sichtbar, dass wir hier einmal einen Ausbruchsversuch im August starteten, der jäh scheiterte und gleiches dann hier auch nochmal im September. Und mit der gestrigen Schwäche haben wir hier diesen Abwärtstrend nochmals von oben nach unten durchbrochen, mehr oder weniger. Also wieder ist der Goldpreis wieder eingetaucht in seinen bärischen Bias. Und wir hatten gestern im Devisenradar auch schon genau dieses Szenario kurz in den Fokus genommen. Im gestrigen JFD-Devisenradar-Webinar, immer mittwochs von 15 bis 16 Uhr, gab es ja am Nachmittag eine Bewertung zu Devisen, Schrägstrich auch dann nochmal einen Rückblick auf die Education in Sachen erfolgreich handeln. Aber wie? Lege ich eben mal ins Herz, ruhig mal reinschauen beim Devisenradar. Da geht es nicht nur immer rund um die Devisenbeschau, sondern eben auch mal ein Stück weit um die Ausbildung eines selbst und erfolgreich handeln. Aber wie ist sicher ein Thema, was wir nochmals aufgreifen werden. Nichtsdestotrotz, der Goldpreis hier bereits mit diesem Szenariofall ganz klar abwärts orientiert und es deutet sich auch für heute ja letztlich der Test dieser Abwärtstrendlinie mit Sicherheit, Aufwärtstrendlinie mit Sicherheit an. Vielmehr aber noch entscheidend dieses Level hier um 1103 Dollar die Unze. Dieses Niveau sollte in jedem Fall erreichbar sein, da der Goldpreis hier rein unter Range-Gesichtspunkten ja Potenzial von bis zu in Anführungszeichen 13,50 Dollar nach unten hat in seiner Tagesrange. Und diese Range ist bislang um knapp 5,22 Dollar erst abgearbeitet. Das heißt, hier das Doppelte und noch was obendrauf dürfte heute hier in Sachen Kerzenkörper noch zu sehen sein. Das heißt, der Goldpreis verspricht hier noch Dynamik zur Entfaltung und insofern passen Sie mal auf, was da passiert. Wir haben heute am Donnerstag natürlich wieder die bekannten Daten am Nachmittag, die hier 14:30 Uhr zum Beispiel anstehen, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, dann aber auch 16 Uhr den ISM-Einkaufsmanager-Index, 9:55 Uhr hier noch Einkaufsmanager-Index aus Deutschland. Also hier ist durchaus für das eine oder andere gesorgt. Sicherlich morgen die Non-Farm-Payrolls, das Allentscheidende, und die werden den Goldpreis dann sicherlich ja, entweder hier nach unten drücken, deutlich nach unten drücken, was unterhalb von 1103 Dollar die Unze dann auch zu Preisen von, ja, unter 1100 Dollar eben führen dürfte, was dann in der Konsequenz sicherlich auch neue Tiefs verspricht. Und dazu will ich Ihnen noch mal ganz kurz ein großes Bild, ein sehr großes Bild hier vom Goldpreis zeigen. Das kennen Sie auch von der einen oder anderen Analyse sicherlich. Hier der große Chart vom Goldpreis im Monatschartintervall mit Heike Naschi-Kerzen seit des Millenniums, seit des 9000s, hier die große Aufwärtsbewegung vom Goldpreis. Und hier sehen Sie sehr schön, hier knapp über 1900 Dollar war ja dann Schluss mit lustig im Jahr 2011. Und seither befindet sich der Goldpreis hier in einer ausgeprägten Korrekturphase, die auch ihr Ende noch nicht gefunden haben muss. Es deutet eigentlich viel darauf hin, dass der Preis hier die Marke von 1100, sage ich schon, da sind wir ja schon, sondern vielmehr die Marke von 1000 Dollar erreichen wird. Hier im Vorfeld haben wir die Unterstützung rund um 1030, 1035 Dollar. Das ist ein Level, da könnten wir hier im Zuge dieser Unterstützung aus dem Jahr 2008 herrührend sicherlich einen kurzen Verschnaufer machen. Ich könnte mir aber sehr gut vorstellen, dass wir hier einen Spike drunter sehen, einen Spike in den dreistelligen Unzenbereich, der sich im Worst Case sogar noch ausdehnen könnte, um hier nochmal richtig nach unten wegzubrechen und sozusagen jeden Goldbug hier sozusagen von der Bühne zu fegen, um dann letztlich, und das muss man ganz klar hier im großen Bild des Goldpreises sehen, um dann letztlich wahrscheinlich doch wieder eine mittelfristig langfristige Hoss einzuleiten. Denn ich zeige Ihnen jetzt mal, was der Goldpreis hier mit Blick bis zu den 70er Jahren. Bretton Woods lässt grüßen. Wo stehen wir hier? Schauen Sie sich das an. Der Goldpreis ist wohl zweifelsfrei in einem Aufwärtstrend. Und auch wenn hier die inflationären Tendenzen mehr oder weniger runtergespült werden,
befinden wir uns in einer Phase, die den Goldpreis langfristig von dieser Bewegung hier links unten kommt, seit dem Ende des Bretton Woods-Systems, hier praktisch freier Goldpreis, freie Währungswechselkurse und dergleichen, hier mittelfristig weiter nach oben heben dürfte. Und das spricht eigentlich dafür, dass wir im Sinne der laufenden Konsolidierung, und die gab es immer wieder mal, sicherlich irgendwann früher oder später wieder neue Hochs erklimmen dürften. Es darf nur gespannt beobachtet werden, ob wir so eine Phase erleben wie hier Anfang der 80er, das war natürlich hier sehr zäh für alle Goldanleger, für alle Goldbugs sozusagen, die hier zu den Hochpunkten oder in die laufende Bewegung der 70er Jahre eingestiegen sind. Die hatten dann hier sicherlich ja, Jahrzehnte des Ausharrens vor sich. Gold wirft keine Zinsen ab, macht das Ganze natürlich ein Stück weit uninteressant. Aber ob wir hier nochmal so eine Phase jetzt sehen, wage ich fast zu bezweifeln. Eine solch große Konsolidierung kann ich mir nicht vorstellen im Big Picture. Eher denn dürfte der Goldpreis früher oder später wieder nach oben aufdrehen, und insbesondere achten Sie auf diese Abwärtstrendlinie, insbesondere auf das Level von 1200 Dollar. Wenn wir da mal sichtlich drüber steigen, dann hat der Goldpreis sicherlich gute Chancen, auch langfristig wieder aufzudrehen. Das werden wir hier unverändert, konsequent bewerten. Das kurzfristige Bild soll aber jetzt auch im Fokus stehen. Natürlich, das war nochmal eine Beschau aufs Große. Wie gesagt, hier Test 1103 wahrscheinlich für heute sogar zu erwarten, um dann hier auf den morgigen Tag bezogene Entscheidung herbeizuführen, ob wir wirklich nach unten wegbrechen oder uns hier stabilisieren und nach oben aufdrehen. Rein technisch natürlich sehen Sie auch hier, wenn wir wieder zurückkommen über das Level von 1126, speziell gestrige Tageshoch 1128,23, wäre schon mal die Chance gegeben, dass wir hier wieder ein Stück weit nach oben laufen. Rein technisch gesehen ist natürlich das tiefere Zwischenhoch jetzt ein Stück weit negativ. Man kann auch jetzt aufgrund der zwei Auflagepunkte eine Abwärtstrendlinie in den Chart ziehen. Da sehen wir hier so eine Art Dreieck. Gut vorstellbar, dass der Goldpreis hier sozusagen hin und her pendelt, um dann letztlich ja, im weiteren Jahresverlauf dann eine Entscheidung herbeizuführen. Hier nach oben, wie gesagt, wird es erst bullisch oberhalb von 1128, speziell oberhalb dieser Abwärtstrendlinie. Und dann haben wir ja auch noch einige Widerstände vorausliegen, wie hier signifikant 1165, 1167. Da müssen wir erstmal wirklich drüber rausziehen, um hier ein signifikantes Signal zu senden. Gut, warten wir ab, was der Tag noch bringt. Letztlich Rainbow Short sieht interessant aus. Werden wir nachher gegebenenfalls nochmal als kurzen Post darstellen. Rainbow Short heißt, dass wir hier das negative Momentum im Intraday-Chart sicherlich auf unserer Seite haben. Das wurde ja auch gestern, wie gesagt, schon thematisiert im Chat vom JFD-Desktop. Hier unten, wie gesagt, gibt es ja immer fleißigen Austausch. Dahingehend einfach mal aufpassen, was da heute noch so passiert. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten und würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiederhören. Nachher, meine lieben Zuschauer, wird Bernd Senkowski, unser neuer Mann auf dem JFD-Desktop, seinen Beitrag zum Besten geben in Sachen JFD Live Trading TV. Lassen Sie sich überraschen. Hier haben wir sicherlich noch eine Expertise mehr in Sachen Aktienchartanalyse, Aktientrading und auch Index Trading. Das ist wirklich eine ganz feine Sache, die wir uns hier noch auf den Desktop gezaubert haben. Das wie bei JFD Live Trading TV und auch Analysenchecks. Lassen Sie sich mal überraschen, was da jetzt so die nächsten Tage, Wochen, Monate einfließt. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Heißt den Bernd nochmal hier willkommen und wünsche mir eine schöne Zusammenarbeit. In dem Zusammenhang lassen Sie es gut gehen. Ihnen noch viel Erfolg beim Trading, Ihr Christian Kämmerer, und tschüss.